Hallo und herzlich willkommen in meinem Deko-Ideenreich. Ausschlaggebend für dieses heutige DIY war dieser Ast. Den habe ich beim Waldspaziergang gefunden und wie ihr wisst, ich liebe ja Naturmaterial und deshalb wollte ich den auch unbedingt in meine diesjährige Weihnachtsdeko mit einbauen. Und was ich daraus gemacht habe, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Und für dieses DIY habe ich mir vorgenommen, dass ich einfach nur die Materialien verwende, die ich zu Hause habe. Und deshalb denke ich, könnt ihr auch gleich losstarten mit dem Nachmachen, denn ihr braucht gar nicht viel. Ich zeige euch jetzt mal, was das alles ist. Und hier seht ihr schon, was ihr alles braucht. Das ist natürlich einmal ein Ast, dann für die Fallsterne Papier. Und da könnt ihr wirklich jegliche Art von Papier verwenden, die ihr zu Hause findet. Ob das jetzt Origami-Papier, Packpapier, Zeitungspapier, Kopierpapier, Tapete oder Geschenkpapier ist. Man kann diese Sterne wirklich aus allem falten. Wichtig ist nur zu wissen, dass je größer der Stern, desto fester kann das Papier sein. Und je kleiner und filigraner der Stern sein werden soll, desto feiner sollte auch das Papier sein. Dann braucht ihr noch eine Schablone in quadratischer Form. Die habe ich mir hier aus Pappe zurechtgeschnitten und diese hier hat eine Seitenlänge von 15 cm und die größere hier eine Seitenlänge von 20 cm. Dann braucht ihr eine Schneideunterlage, ein Lineal, einen Bleistift, ein Cuttermesser und für die Fertigstellung der Sterne einen Bindfaden, Perlen, eine Nadel und eine kleine Schere. Und zum Ausgestalten schaut einfach mal, was ihr zu Hause findet. Ich habe noch diese kleinen Zäpfchen. Und hier so Glaskristalle oder einfache Watte. Ich starte jetzt zuerst mal mit meinem Fallstern und dafür brauche ich 7 quadratische Stücke, die ich mir aus meinem Papier ausschneiden werde. Und damit ich gleich 7 Fliegen mit einer Klappe schneide, habe ich mir dieses Papier gleich 7-fach gefaltet. Und darauf lege ich jetzt meine Schablone, umrande diese mit dem Bleistift. Dann nehme ich mein Lineal und drücke diese 7 Papierlagen jetzt gut fest und mit meinem Cuttermesser gehe ich jetzt an dieser vorgezeichneten Linie so oft entlang, bis ich die 7 Papierlagen durchgeschnitten habe. Aus meinen Papierquadraten werde ich jetzt die 7 Zacken meines Sternes falten und dafür lege ich mir ein Quadrat diagonal zusammen. Und streiche diesen Knick gut aus. Dann falte ich das Ganze wieder auf und lege 2 Seiten, die sich so über Eck gegenüberliegen, zu dieser Mitte. Streiche auch diese Knicke gut und exakt aus. Dasselbe mache ich auch mit der gegenüberliegenden Seite, dass ich so eine Drachenform erhalte. Und das falte ich jetzt wieder auseinander. Und dann mache ich dasselbe mit den 2 gegenüberliegenden Seiten, dass ich diese so zu dieser diagonalen Mitte falte. Und auch wieder so eine Drachenform erhalte. Und jetzt werde ich diese 2 kurzen Seiten auch zur Mitte klappen. Und das geht ganz einfach, denn ich habe hier diese vorgefalteten Linien von vorhin. Und die geben mir eigentlich die Richtung schon vor. Und dann erhalte ich diese Figur. Und auf der Seite, wo ich jetzt gerade diese kurzen Seiten noch eingeklappt habe, drücke ich diese Mitte jetzt nach hinten, dass ich so einen Knick nach unten erhalte. Und auf der gegenüberliegenden Seite, diese Spitze, klappe ich nach hinten. Und dann passiert Folgendes, dass an diesen vorgefalzten Linien hier diese Spitze automatisch in die richtige Position springt. Und dann erhalte ich so eine Figur. Und da muss ich jetzt einfach nochmal ein bisschen nachhelfen, indem ich diese
Falten noch mal ein bisschen nacharbeite. Und diese Knicke einfach noch mal ein bisschen glatt streiche. Und schon habe ich die erste Sternenzacke fertig und die sieht so aus, dass sie aus einer langen und einer kurzen Spitze besteht. Und genauso falte ich jetzt die übrigen 6 Quadrate auch. Und um mein Sternnetz zu erhalten, muss ich nur noch diese Zacken ineinander stecken. Und zwar so, dass ich immer eine kurze Spitze in eine lange Spitze einstecke. Und damit mir jetzt diese beiden Seiten an dieser langen Spitze nicht wieder ausklappen, halte ich die einfach mit dem Daumen ein bisschen fest und schiebe dann diese kurze Spitze ungefähr zur Hälfte ein. Dann wandere ich weiter zur nächsten langen Spitze, halte auch hier diese eingeklappten Seiten ein bisschen fest und schiebe wieder eine kurze Spitze darunter. Wenn ich dann diese 7 Zacken so schon ineinander stecken habe, kommt jetzt ein bisschen ein kniffliger Teil. Jetzt muss nämlich diese erste kurze Spitze in die letzte lange eingesteckt werden. Und da dürft ihr nicht verzweifeln, wenn euch da vielleicht ab und zu wieder ein bisschen was auseinanderrutscht. Einfach dranbleiben und das Ganze gut festhalten. Da arbeite ich auch ein bisschen mit dem Daumenballen und mit den anderen Fingern. Und dann nehme ich diese Spitze und schieb sie in diese lange ein und dann schaue ich einfach, dass die anderen an Ort und Stelle bleiben und korrigiere gegebenenfalls noch mal ein bisschen. Und dann sieht das Ganze so aus und jetzt werde ich Spitze für Spitze immer ein bisschen weiter ineinander schieben. Dann sieht man auch schon langsam, wie der Stern so seine Form gewinnt. Und wenn die Spitzen jetzt alle einigermaßen gleichmäßig so ineinander stecken, dann könnt ihr das Ganze jetzt noch glatt drücken und nochmal schön ausstreichen. Jetzt fehlt nur noch die Aufhängung. Dafür habe ich mir einen weißen Faden auf die Nadel gezogen und 3 schöne Perlen ausgesucht. Und diese Nadel stecke ich jetzt an einer Spitze durch und mache am Ende einen Knoten. Und jetzt fädle ich noch meine Perlen auf. Und bei der ersten Perle stecke ich diese Papierspitze in das Loch ein. Dann liegen nachher die Perlen schöner übereinander. Und um an meinem Ast nachher für ein bisschen mehr Abwechslung zu sorgen, habe ich ein paar Zäpfchen an Faden geknotet. Aus meiner Watte so Bällchen geformt, die habe ich einfach auf einen weißen Faden aufgefädelt. Und ich werde nachher sogar noch an meinem Ast so eine Lichterkette anbringen. Ich habe mir meine Einzelteile jetzt schon mal auf dem Tisch so vorsortiert, wie ich sie gerne auf meinem Ast nachher haben möchte. Und so werde ich sie jetzt auch auf meinen Ast auffädeln und dann ist die Deko auch schon fertig. Und so sieht der fertig dekorierte Naturast jetzt aus und ich freue mich schon, ein passendes Fenster auszusuchen, an dem ich die Deko dann aufhängen werde. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr Lust bekommen habt, das Ganze nachzumachen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wer von euch diese Falltechnik oder diese Sterne schon mal gemacht hat. Und vielleicht habt ihr auch noch eine coole Deko-Idee, wie man diese Sterne oder wo man sie dekorieren kann. Das ist immer sehr interessant, einmal für die anderen Zuschauer und natürlich auch für mich. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Video und sage für heute Ciao. Und hier links geht es wie immer zu 2 tollen anderen Deko-Ideen passend zu dieser Jahreszeit. Hier unten dürft ihr mich kostenlos abonnieren und denkt auf jeden Fall dran, auch auf das Glöckchen zu klicken, dass ihr immer Bescheid bekommt, wenn es auf meinem Kanal was Neues gibt. Und über einen Besuch auf Pinterest, Instagram oder Facebook freue ich mich immer sehr.